Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Tolle Wolle. Ich zeige euch heute einen super schönen Schal mit Farbverlauf. Seht ihr hier schon mal, es startet hier mit Blau und Lila, endet dann hier mit Gelb und Grau und dazwischen eben diese Mischfarben. Wirklich sehr, sehr schöne Farbeffekte dabei. Ich habe dafür hier die Creative Wool benutzt. Super 6, 200 Gramm, 800 Meter. Und ich habe immer zwei Fäden davon gleichzeitig gestrickt. Also ich habe innen und außen angefangen. Zeige ich euch gleich natürlich noch genauer. Hier für 4er Nadeln ausgegeben. Ich habe es zusammen mit 6er Stricknadeln gestrickt. 70% Polyacryl hat die Wolle, 30% Wollanteil und eben 200 Gramm für ein Dreieckstuch oder eben auch für einen Schal. Meiner ist hier so 180 cm lang, 30 cm breit und ja, mit der Anleitung und dem gesamten Knäuel geht's dann jetzt auch schon los. Hier seht ihr einmal das komplette Knäuel mit dem super hübschen Farbverlauf, mit den Rosatönen innen, dann das Gelb, Grau und dann Blau. Ich stricke ja von innen und außen gleichzeitig, dafür habe ich mir die Fäden schon mal rausgeholt, beziehungsweise so ein bisschen blau abgewickelt. Das ziehe ich dann parallel immer nach, muss man so ein bisschen aufpassen, dass es da keine Verknotungen gibt. Und ich stricke das Ganze, wie auch schon gesagt, mit meinen 6er Nadeln, also ein bisschen kleiner als angegeben. Ein Faden ist normalerweise für 4er Nadeln und zusammen wäre ich dann natürlich bei 8, also ein bisschen enger als es angegeben ist. Könnt ihr natürlich auch ein bisschen ausprobieren und variieren, ganz wie ihr mögt. Und dann soll es auch schon losgehen. Ich starte damit, dass ich erstmal Maschen aufnehme. Und ich starte für das Muster mit einer ungeraden Maschenanzahl. Hier kommt Nummer 2. Ihr seht, ich stricke oder ich nehme auch beide gleichzeitig auf. Also 2 habe ich. 3. 4. 5. Ich bin jetzt bei 35 Maschen angekommen und fange jetzt mit dem Muster tatsächlich an. So. Ihr seht, der Faden liegt vor der Arbeit und ich hebe ihn einmal ab. Also ich steche hier ein und ziehe das Ganze einfach einmal auf die andere Nadel rüber. Ein bisschen festziehen. Und dann stricke ich die erste Masche rechts. Die zweite links. Die nächste wieder rechts. Dann wieder links. Wieder rechts und ich glaube, ihr habt es schon erkannt, es wird einfach immer abwechselnd rechts und links gestrickt und das einmal über alle Maschen. Ich bin dann hier bei den letzten beiden Maschen angekommen und diese hier wird wieder rechts gestrickt. Und die allerletzte stricke ich dann auch rechts. Die ist schon direkt für den Rand. Also die allererste und die allerletzte zählen eigentlich nicht zum Muster dazu. Das sind die Randmaschen. Und so sieht das Ganze jetzt aus hier auf meiner Nadel. Und dann geht es hier vorne wieder los. Die erste Masche einfach abheben. Und dann wird wieder mit rechts angefangen, dann links, rechts, links,
links. Also auf jede Masche, die ich jetzt hier von hinten sehe, die hier zum Beispiel links erscheint, die nächste erscheint rechts, stricke ich immer genau das Gegenteil drauf. Also rechts, hier schaut eine rechts aus von hinten, da kommt wieder eine linke drauf, hier dann wieder eine rechte. Also grundsätzlich eigentlich immer abwechselnd und immer mit einer rechten starten, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Und das wieder bis zum Ende durchstricken. So, und weil ich natürlich eine gleichbleibende Maschenanzahl habe, ist die letzte reguläre Masche hier auch wieder rechts gestrickt. So. Und dann kommt auch die Randmasche in rechts dazu. Und damit habe ich wieder alles auf einer Nadel. Es wird wieder umgedreht und geht wieder zurück. Die erste Masche wieder ganz einfach abheben. Und dann wieder mit rechts starten. Links, rechts, links und das wieder bis zur anderen Seite durch. Ihr seht, es entstehen hier diese kleinen Hübel, diese kleinen Perlchen und da seht ihr hier diesen Effekt schon ein bisschen weiter, die Reihe über. Wird jetzt natürlich deutlicher, wenn ich mehr reinstricke und das werde ich jetzt einmal tun. Und euch dann nochmal das Zwischenergebnis zeigen. Hier seht ihr jetzt das Zwischenergebnis nach ein paar weiteren Reihen. Und ihr seht das Muster jetzt wirklich schon schön sich entwickeln. Hier also immer diese kleinen Perlchen, dazwischen die beiden Vs. Wenn ich so auseinanderziehe, sieht man die ganz gut. Hier drüber das gleiche dann nochmal. Also hier wäre ein Perlchen, dann die Vs, Perlchen, Vs, Perlchen. Und hier drüber würde als nächstes dann wieder eine rechte Masche kommen. Ich stricke das Ganze jetzt noch mal ein bisschen weiter und zeige es euch dann noch mal beim ersten Farbwechsel. Ihr seht, ich habe hier jetzt schon ein ganzes Stückchen gestrickt über den hellblauen und den dunkelvioletten Teil. Und hier oben schleichen sich so ganz langsam die nächsten Farben rein. Hier bei dem Violett ist das Rosa dazugekommen und hier bei dem Hellblau das helle Grau. Beziehungsweise, ich zeige es euch einmal, eigentlich das dunklere Grau, aber auch dieses dunkle Grau ist noch ziemlich hell, aber natürlich einmal dunkler als das helle, was dabei ist. Hier seht ihr nochmal so den Farbverlauf im Ganzen. Und ich werde das jetzt weiter stricken. Es kommen dann natürlich immer mehr von den anderen Farben dazu. Also die werden nacheinander immer ausgetauscht, die einzelnen Fäden. Und so ergibt sich eben das hübsche Muster. So, ich habe hier jetzt mal ein Update für euch. Ihr seht, ich habe schon einiges gestrickt. Hier der Anfang, der Farbverlauf, hier über die unterschiedlichen Farbtöne. Hier geht es dann wieder rum. Hier wird es dann deutlich anders. Hier kommt das Gelb dazu. Ich finde, das ist so ein etwas stärkerer Bruch. Vorher ist es ziemlich sanft, die Übergänge. Wenn das Gelb dazu kommt, wird es eben vom Ton her anders. Da ist der Unterschied deutlicher und es wird jetzt immer mehr Gelb. Hier rosa-gelb, die beiden Grautöne. Ihr seht hier außen das Grau, beide Grautöne. Da ist der Unterschied nicht ganz so stark. Also ich habe hier jetzt drei von den hellen, einen dunklen. Wirklich minimale Unterschiede. Hier innen sind momentan drei gelbe Fäden und ein pinker. Es läuft jetzt hier immer weiter zusammen. Ich denke, so in diesem Bereich werde ich dann irgendwann enden. Und dann habe ich vier hellgraue und vier gelbe. Allerdings natürlich nicht in einem, ich sag mal, in einem Faden. Ich habe ja hier auch die beiden. Sondern es wird so sein, dass ich eben drei gelbe habe. Hier einen hellgrauen und hier das Ganze gespiegelt. Und so wird der Schal dann bald enden. Und das zeige ich euch natürlich auch noch.
Inzwischen ist der Schal ungefähr 180 cm lang, 30 cm breit und ich habe nur noch diesen kleinen Rest hier an Wolle übrig. Und ich werde das Ganze jetzt abketten. Dafür kommt die zweite Nadel hier einmal rum. Einmal die erste Masche wie gehabt abnehmen. Die zweite rüber. Und dann hebe ich die erste einfach über die zweite. Weiter geht's mit der nächsten Masche. Und die ganze Reihe eben genauso abarbeiten. Und hier bin ich jetzt tatsächlich an der letzten Masche angekommen. Einmal noch rechts. Dann hier einmal drüber ziehen und damit bin ich jetzt wirklich komplett fertig. Ich habe hier wie gesagt noch diesen kleinen Rest Wolle übrig, den kürze ich jetzt noch einmal und ziehe ihn dann oben einfach raus. Einfach rausziehen, gut festziehen, dann natürlich anschließend noch vernähen. Das ist natürlich wieder das super Praktische bei dieser Wolle. Ein super schöner Farbverlauf und eben nur zwei Endfäden, die tatsächlich vernäht werden müssen. Hier einmal das Ende und hier der Anfang. Also diese beiden werden jetzt noch vernäht. Und ich zeige euch jetzt nochmal so einen kurzen Durchlauf hier über den Farbverlauf. Hier vom Start aus das helle Blau mit dem Violett dabei. Dann kam Rosa dazu. Hier immer mehr Rosa und dann die Grautöne. Dann hier der Bruch zum Gelb hin. Wo dann wirklich, ja, habe ich ja schon gesagt, das Ganze sich stark verändert, wenn dann hier von dem Blau auf das Gelb eben gewechselt wird. Dann natürlich immer mehr Grau, immer mehr Gelbtöne und hier eben das Ende in Gelb und Grau. Und damit ist der Schal jetzt komplett fertig. Natürlich nach dem Vernähen, aber mit dem Stricken bin ich komplett fertig. Und ich hoffe, das Ganze hat euch wieder gefallen und Spaß gemacht. Wenn es so ist, natürlich Daumen nach oben da lassen. Vielleicht habt ihr auch Lust, meinen Kanal zu abonnieren. Bei mir findet ihr ansonsten sehr, sehr viele Häkelanleitungen und natürlich auch ein paar Strickideen. Und ja, einfach unten den Abonnieren-Button drücken, die kleine Glocke daneben aktivieren. Dann verpasst ihr in Zukunft kein weiteres Video mehr von mir. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Tolle Wolle. Tschüss!